Guten Morgen und willkommen zurück hier zu Punta Cana Olikinsi. Ich bin hier in El Cortecito und hole meine Freundin Jackie ab. Wir fahren heute nach Punta Cana zu den Blue Holes oder zu den Ojos Indigenos. Die sind in Punta Cana. Ich hoffe, die lassen uns rein. Ich habe auf der Webseite gelesen, die wollen eigentlich, dass man sich jetzt online anmeldet. Aber ich habe mir gedacht, die lassen uns schon rein. Wer zum ersten Mal schaut, mein Name ist Angela. Ich mache hier den Kanal Punta Cana Olikinsi für euch. Und nehme euch jetzt mit nach Punta Cana. Wer nach Punta Cana kommt, der schaut mal rein in die Playlist. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Spielliste. Und guckt mal, ob da schon ein Video ist, was euch vielleicht interessiert. Oder abonniert auch einfach den Kanal. Jeden Freitag gibt es hier ein neues Video. So. Jetzt kommt die Jackie gleich und wir fahren los nach Punta Cana. Good morning. 20 bis 25 Minuten auf der Autobahn von Punta Cana bis zum Flughafen Punta Cana. Allerdings fährt man nicht am Kreisverkehr zum Flughafen, sondern biegt direkt rechts ab, fährt die Straße entlang. Da kommt der Eingang zum Punta Cana Resort and Club. Das ist die ganze Anlage hier. Hier gibt es auch noch andere Hotels wie Club Med zum Beispiel. Und diese Straße fährt man entlang, da sind Schilder, die einem sagen, wo es hingeht zum Parque Ecológico, wo die Ojos Indigenas sind. Hier rechts habt ihr gerade ein Schild gesehen. Hier links ist das Schild, was sagt, wir sind angekommen. Rechts ist der Parkplatz. Man muss allerdings vorher noch den Eintritt bezahlen. Und das ist eins vorher, eine Abfahrt vorher, ist auch ausgeschildert. Hier ist das Bürogebäude, ja, von der Grupo Punta Cana nennt sich das, und da bezahlt man die $50 Eintritt. Für alle, die in einem Hotel hier auf dem Gelände sind, ist der Besuch umsonst. Die müssen nichts bezahlen. Da ist Club Med, da ist das Westin, man kann da auch Apartments mieten, ja, also Häuser. Für die ist es kostenfrei. Alle anderen müssen wie wir $50 Eintritt bezahlen. Ja, hier ist das Schild. Da vorne an dem kleinen Haus, wo die zwei Menschen gerade stehen, da geht's rein. Ja, man kriegt, wenn man bezahlt, ein Bändchen. Das möchte der sehen. Und dann geht man hier durch diesen Tunnel. Den haben sie ganz neu. Ist der ganz, ganz neue Eingang. Ist gerade erst fertig geworden. Und dann kommt man hier quasi in den Dschungel. Es gibt Wege, wie ihr seht. Hier, die sind rechts und links begrenzt, und dann geht's los zu den Lagunen. Ein Termitenbau. Wir sind hier im Dschungel auf dem Weg zur ersten Lagune. So, wir sind vom Eingang jetzt ungefähr 5 Minuten zu Fuß unterwegs zur ersten Lagune. Willkommen. Die erste Lagune, hat er gesagt, ist ganz voll. Da sind ungefähr 30 Leute. Aber diese Tour geht nur zu dieser ersten Lagune. Und wir sollen einfach weiterlaufen zur nächsten Lagune, zur großen. Und da sind wir dann alleine. Ja, weil die offiziellen Touren hierher gehen nur zur ersten Lagune und wieder zurück. Oder kommen sie uns entgegen? Ist Laguna Inriri. So, unser erster Tipp des Tages. Man mache nicht diese Tour, die angeboten wird, weil dann sieht man nämlich nur diese eine Lagune mit allen anderen. Und wir sind da jetzt einfach dran vorbeigelaufen. Laufen, wo wir hoffentlich nur ein oder zwei Leute, vielleicht auch niemanden treffen. Ja, man kann also durchaus hier alleine hingehen. Man kann sich nicht großartig verlaufen. Hier ist so ein Weg. Einfach hinterherläuft. Also wir waren gerade an einer kleinen Abzweigung. Ah, but I see it already.
Und die Jenke hat gesagt, er hat gesagt, immer links halten und das machen wir jetzt. Und ich glaube, ich sehe es auch schon. Can't we just walk through there? Are we passing or what? I think you should take us right to it. This is the diving platform right here. And that's for people like me that don't like to swim. There are a couple people here. Wow. This is it. So, wir sind jetzt an der einen Lagune. Hier ist außer uns nur noch ein anderes Pärchen. Zack, Treppen runter. Und jetzt Bikini an und ins Wasser. Coming. One, two, three. Mit seiner Flora und Fauna ist es natürlich hier auch ein Paradies für Naturliebhaber. Ja, es gibt über 500 verschiedene Pflanzen, davon natürlich auch medizinische Pflanzen, Pflanzen, aus denen die Tainos früher Nahrung gemacht haben. Die Namen der Lagunen, habt ihr euch bestimmt schon gefragt, sind natürlich auch Ursprung von den Tainos, die hier früher das als Frischwasserreservoir genutzt haben und natürlich auch zum Baden, wie wir auch. Ja, hier seht ihr die Schilder, in welchen Lagunen man baden darf und in welchen nicht. Da gibt es Unterschiede, aber es ist alles wirklich gut ausgeschildert. Außer muss ich sagen, an den Wegen, manchmal haben wir überlegt, rechts oder links. Und dann geht man halt und guckt, ob man was findet, und wenn nicht, läuft man halt zurück. Ganz so richtig verlaufen kann man sich nicht. Das Wasser ist oft so klar, und wenn es ruhig ist, dann kann man den Unterschied zwischen, sind da jetzt nur Steine oder ist da wirklich Wasser drin, gar nicht richtig sehen. Deswegen haben wir für euch da mal ein paar Steine reingeworfen. Wer hier baden geht, der muss natürlich wissen, dass er sich die Lagune teilt mit den Einheimischen. Das sind die Fische, die kleinen Krebse, die Schildkröten, alles, was da drin lebt. Also bitte vermeidet alles, was denen schaden könnte, alle chemischen Zusätze, die man sich sonst vielleicht nochmal auf die Haut sprüht, weil man Angst hat vor Moskitos oder sonst was. Das geht sonst alles ins Wasser und die sollen am besten hier noch ewig so bleiben, wie sie jetzt leben. Ich finde das total toll. Ich hatte sonst noch nicht die Gelegenheit, mit Schildkröten zu schwimmen. Und die auch so toll zu filmen. Es gibt so kleine Garnelen, die in einigen dieser Lagunen die alte Haut abknabbern. Das kitzelt ein bisschen. Nur so, dass ihr euch nicht erschreckt, wenn ihr da mal was merkt. Ja, die tun nichts. Es gibt nichts Gefährliches hier drin, sonst würde man euch hier nicht baden lassen. Man kann das also ganz entspannt über sich ergehen lassen, das kleine Kitzeln. Und so klar ist das Wasser wirklich. Es ist in jeder Lagune. Man kann bis runter gucken. Ich hatte auch eine Schnorchelbrille mit. Es ist phänomenal. Da sieht man die kleine Schildkröte. Schwimmt noch mal eine rum. Da, das ist die Garnele, das meine ich.
Passiert natürlich nur, wenn man da eine Weile ruhig rumsteht. Wenn man sich bewegt, dann kommen die auch nicht. Die wenigen Gäste, die außer uns noch da waren, waren fast alle vom Punta Cana Resort bzw. von den Häusern, die man da mieten kann. Fast alle aus Südamerika und man kommt ganz leicht ins Gespräch. Man kann also auch noch sehr, sehr nette Leute treffen. Eine der Lagunen, in denen man nicht schwimmen darf, die ist voller Schildkröten, kleine, große. Und die schwimmen da alle rum. Man sieht sie ehrlich gesagt kaum, weil sich das ganze Wasser mit bewegt und da so viele Schatten auch sind. Hier kann man, also auf dem Video sieht man sie kaum. Hier sieht man drei, die da rumschwimmen, aber es ist wirklich alles voll und es ist ganz spannend, die da mal zu beobachten. Punta Cana hier, die Ojos Indigenas sind wirklich ein absoluter Geheimtipp. Besonders wirklich, wenn man es alleine macht, wenn man sich das zutraut, dann kann man hier eine wirklich schöne Zeit verbringen, ohne gehetzt zu werden, sich alles in Ruhe angucken, die Farben genießen und alles auf sich wirken lassen. Ja, egal, ob es jetzt die Pflanzen sind, die Tiere oder dass man einfach hier in dem blauen Wasser entspannt. Es ist traumhaft. Es ist ein bisschen teuer mit seinen $50 plus ihr müsst ja auch noch irgendwie hinkommen. Überlegt es euch. Ich fand es am Anfang ganz teuer und als ich dann im Wasser war, habe ich gedacht, eigentlich ist es jeden Cent wert. Aber es muss man natürlich, muss jeder selber wissen. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen hier bei Punta Cana All You Can See. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist wunderschön, aber ich kann euch sagen, wenn man da ins Wasser springt, ist es noch wirklich tausendmal schöner. Ich hoffe, dass jeder die Gelegenheit hat, da mal hinzugehen, der nach Punta Cana kommt und es so genießen kann. Denkt dran, wenn ihr hier auf dem Gelände vom Punta Cana Resort in einem der Hotels seid, im Club Med oder im Westin, die dürfen hier umsonst her. Die brauchen keinen Eintritt bezahlen. Nur wer von außerhalb kommt, der muss die $50 Eintritt bezahlen. Wer wissen möchte, was man hier in Punta Cana noch so alles machen kann, der schaut einfach mal in die Playlist rein hier bei Punta Cana All You Can See. Werdet ihr sehen, ist ein bisschen unterteilt in Hotels, Auswärtsessen, Ausflüge. Also ist für jeden hoffentlich etwas dabei. Schaut euch einfach mal um. Ich sag mal hier Tschüss, bis nächsten Freitag. Nächsten Freitag kommt ein neues Video hier auf Punta Cana All You Can See. Und dann sehen wir uns hier wieder.